Mit der Mikrosonde haben wir eine Probe und auf diese Probe trifft ein Elektronenstrahl und dieser Elektronenstrahl führt dazu, dass in der Probe Atome bzw. die Elektronen um diese Atome angeregt werden. Das heißt, Elektron wird rausgeschlagen, von einer höheren Schale fällt ein Elektron nach und es entsteht Röntgenstrahlung, charakteristische, die wir dann messen können. Bei der Röntgenfluoreszenzanalyse ist das sehr ähnlich. Der einzige Unterschied ist, dass keine Elektronen ankommen, sondern dass Röntgenstrahlen ankommen und diese Röntgenstrahlen dann exakt das Gleiche machen, hier ein Elektron rausschlagen, dann kann eins nachfallen und es kann Röntgenstrahlung entstehen und die kann gemessen werden in Kristallanalysator-Detektor-Konfiguration, genauso wie bei der Mikrosonde. Also der einzige Unterschied ist die Anregung der charakteristischen Röntgenstrahlen durch Röntgenstrahlen und nicht durch Elektronen. Warum macht man das, beziehungsweise was hat man hier dann für Unterschiede oder Ähnlichkeiten? Ein großer Unterschied ist natürlich, dass Elektronen können durch eine Elektronenoptik fokussiert werden. Röntgenstrahlen können nicht fokussiert werden oder kaum. Sie können so durch Kollimatoren, nennt man das dann, also einfach nur ein paar Bleche oder sowas, wo die Röntgenstrahlen durchgehen, gehen eben nur die durch, die vielleicht ganz gerade durchgehen und welche, die so ein bisschen schräg drauf kommen, die gehen dann nicht durch. Solche Kollimatoren gibt es an manchen Stellen in der RFA, das ist aber gar nicht so wichtig. Insgesamt können die auf jeden Fall nicht so gut, bei weitem nicht so gut fokussiert werden wie Elektronen. Das heißt, bei Röntgenstrahlen bestrahlen wir eigentlich immer die gesamte Probe. Also wenn hier so Röntgenstrahlen ankommen und hier ist die Probe, dann bestrahlen wir eigentlich die gesamte Fläche dieser Probe. Das heißt, das ist gut für Gesamtanalysen. Und das wird auch sehr viel mit Röntgenfluoreszenzanalysegeräten gemacht. Da hat man runde Tabletten, die werden meistens geschmolzen. Das sind einfach nur so Tabletten, Schmelztabletten. Und die werden dann komplett bestrahlt, die sind dann schön homogen, die werden komplett bestrahlt mit Röntgenstrahlen. Und meistens geschieht es tatsächlich von unten, von Röntgenstrahlen. Und dann gehen hier die Röntgenstrahlen raus und dann sind hier irgendwo die Kristalldetektoren, Analysatorkristalle und dann sitzen hier die Detektoren. Also man nimmt diese Schmelztabletten, alternativ können ja auch Pulverpresslinge verwendet werden. Das fein gemahlenes Pulver, zusammengepresst, und dann wird das analysiert. Das geht beides. Also damit bekommen wir Gesamtanalysen in der RFA. Das ist aber nicht der einzige Unterschied. Es gibt auch einen ganz klaren Vorteil bei der RFA. Wenn wir uns nochmal schnell eine Probe anschauen und Röntgenelektronen, die hier drauf gehen. Eine Sache, die wir dann erhalten bei dem Ganzen im Spektrum, wenn wir uns das Spektrum hier angucken, dann gibt es diesen Bremsberg. Dieser Bremsberg entsteht, wenn die Elektronen am Kern abgelenkt werden von dem Atom und dabei dann Röntgenstrahlen aussenden. Bei Röntgenstrahlen passiert es natürlich nicht, wenn hier ein Röntgenstrahl kommt an diesem Elektron, an diesem Atomkern. Der Röntgenstrahl, der geht einfach daran vorbei. Das heißt, es gibt in der RFA keinen Bremsberg. Und der Bremsberg, der macht in der Probe natürlich, der ist nicht einfach irgendwie stören als Untergrund, sondern in der Probe, wenn jetzt dieses Elektron hier ankommt, hier abbiegt und das Röntgenstrahl quasi aussendet, dann kann diese Röntgenstrahlung hier vielleicht nochmal irgendwas anregen, irgendwelche Röntgenstrahlung, die dann zusätzlich in den Detektor geht. Das heißt, wir haben hier Effekte, die wir korrigieren müssen in der Matrixkorrektur, in dieser ZRF-Korrektur zum Beispiel oder 4OZ-Korrektur. Also wir müssen hier etwas korrigieren, das durch den Bremsberg entsteht. Bei der Röntgenstrahlung gibt es das nicht, keinen Bremsberg. Und damit haben wir diese ganzen Effekte nicht. Das heißt, wir haben einen tatsächlichen Vorteil, auch wenn es um die Korrektur geht. Und deshalb kann bei RF auch teilweise besser korrigiert werden. Das Ganze heißt gleichzeitig auch, dass etwas zerstörungsfreier ist. Denn, vielleicht zeichnen wir es nochmal, wenn hier die Probe ist und dann kommen die Elektronen drauf, dann kann es ja auch immer zu gewissen
Zerstörungen kommen da drin. Also die Minerale können kaputt gehen bei dem Ganzen. Besonders prominent ist es bei Feldspat, der leicht zerstört werden kann. Und dadurch kann zum Beispiel Natrium als volatiles Element hier abdampfen. Und dann hat man hier drin ein Natriumdefizit. Und dieses Natriumdefizit führt natürlich zu falschen Analysen. Das kommt durch diese Zerstörung durch den Elektronenstrahl. Und die Röntgenstrahlung, die ist insgesamt nicht so zerstörerisch wie die Elektronen, wie die Elektronen hier sind. Natürlich braucht man noch eine Röntgenröhre und so weiter. Also es ist, wobei eine Röntgenröhre insgesamt einfacher ist als eine Elektronensäule. Also von daher ist auch eine RFA tatsächlich günstiger. Also wenn eine sehr gute RFA, vielleicht sowas wie 200.000 Euro kostet, kostet eine sehr gute Mikrosonde vielleicht 1,5 Millionen oder sowas. Also da ist ein sehr großer Preisunterschied und auch Vorteil. Also bei der RFA einmal, das Wichtige ist, wir regen mit Röntgenstrahlen an. Sie ist eigentlich sagen in der wenig ortsauflösend meistens. Deshalb gibt es für uns Gesamtgesteinsanalysen, was natürlich sehr gut ist. Man braucht dafür eine entsprechende Präparation in Schmelztabletten oder Pulverpressling. Sie ist etwas zerstörungsfreier. Sie ist günstiger. Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Also das ist, was man mit der RFA machen kann. Eine fantastische Technik, um auch zu sehr geringen Konzentrationen in die Gesamtzusammensetzung zu kommen. Für die Ortsauflösung ist sie dafür weniger geeignet. Und, was natürlich nicht stimmt, zerstörungsfrei ist sie nicht in Bezug auf die Probe. Das sollte man auch ganz klar sagen, denn die Probe, daraus wird eine Schmelztablette gemacht. Also dafür muss man die Probe selbst natürlich schon zerstören. Bloß die Tablette selbst oder es gibt auch Anwendungen, in denen man keine Schmelztablette macht, sondern indem man die Probe direkt in eine RFA gibt. In den Fällen kann es dann etwas zerstörungsfreier sein. So viel zur RFA.